Ja, dann laden wir mal schnell. Schnell laden. Okay, da ist jetzt noch so ein anderer Soldat, aber der geht jetzt. Das heißt, nicht hängen bleiben. Ich kann jetzt hier reingehen und mir die Leuchtpistole schnappen. So. Lalala, sonst ist hier ja nichts drin. Das heißt, irgendwie müsste ich den Typen überwältigen, der da rumschleicht. Ich weiß nicht, kann ich mich hier hinter verstecken? Weil dann könnte ich ja, wenn er hier an dem Schrank steht, versuchen ihn von hinten, also mit dem Messer, einmal zu messern. Das war jetzt zwar nicht die feine Englische, aber ich muss dich mal eben kurz beiseite schaffen, Junge. Weil du mich eben erwischt hast. So, hier hinter den Fässern, hier ist doch ein guter Platz für dich. So, plopp. Okay. Hey, sag bloß, jetzt, hallo? So, dachte schon, warum hänge ich denn da jetzt fest? Aber scheinbar hing ich nur fest, weil der da gerade noch in seinem komischen, lustigen Animationsding hing. So, gibt's hier jetzt sonst noch einen? Das ist der Einzige, der hier noch rumschleicht, oder? Hier kommt man nicht durch. Ah, ich hätte also theoretisch hier durchschleichen können. Ah. Ups. War ich das etwa? Nein, hier ist keiner. Nein, nein, gib auf. Dein Kollege ist einfach nur so gestorben. Also wenn du jetzt nochmal in meine Richtung gehst, dann ziehe ich nochmal den Hebel. Na? 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 Ach. Komm her, Junge. Hier. Put, put, put. Hier drüben. Hallo, hier bin ich. Jetzt macht er auch noch die Tür da auf. Na, da bin ich bestimmt nicht. Hallo. Komm mal her. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm schon. Ach, Menno. Da sagt man jetzt komm, kommt der nicht. Wenn man nicht will, dass er kommt, dann kommt er. So, jetzt hör auf, da hinten rumzulatschen. Jetzt komm wieder her und stell dich in die Pfütze. Wo ist denn der jetzt hin? Da steht er. Das ist ziemlich unpraktisch, dass du da stehst, Junge. Bewegst du dich auch mal? Ich kann das jetzt nicht gebrauchen, dass du da rumstehst. Okay, dann muss ich dich anlocken. So. Na toll, jetzt ist er dahin gelatscht. Du sollst in die dämliche Pfütze latschen, du Penner. Da pfeife ich schon mit meinem Schritt, aber was ist? Jetzt, was geht denn mit dem Typ ab? Geh in die andere Richtung. Und stell dich gefälligst in die Pfütze. Kann er wohl nicht angehen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Hebel benutze? Das ignoriert er. Gut. Okay. Stell ich mich mal hier hin. Jetzt geht er hier hin. Hier ist niemand. Außer der Hebel. Stirb. Echt jetzt. Da musste ich zweimal quasi die Beine zusammenkneifen, um ihn da herzulocken. Mit meinem, ja, mit meinem Muschi-Pfeifen. Ja, ja, sie ist Künstlerin. Das glaubt man gar nicht, wenn man sie so sieht, aber in dem knappen Klamotten. Was ist das denn? Hat die Tasche, da können wir nichts mitmachen. Und dann schleifen wir den Kollegen auch noch weg. Ach nee, das ist gar keine Tasche da. Das ist der Scheinwerfer, der defekt ist. Wupp. So. Jetzt hängt nichts mehr. Gut. So.
Ich ignoriere weiterhin getrost das immer noch klingelnde Handy. Ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme nicht. Und schleiche hier ein bisschen weiter rum. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, weil ich bin jetzt im Endeffekt schon... Oh, Medikit. Gesundheit ist voll. Spannen wir mal durchs Schlüsselloch. Aha, Nazi Nummer 1. Da hinten ist Nazi Nummer 2. Was ist das? Was? Riebe und Grohlmanns Schutt. Und Grohlmanns Schutt. Hamburg. Okay. Jetzt geh doch mal weg da, Junge. Jetzt husch, husch. Husch. Husch, husch. Husch, husch. Husch. Husch, 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 husch. Wirst du wohl. Ja. Wirklich schön. Könnte der da sich mal entfernen, bitte? Das ist jetzt ziemlich unpraktisch. Weil ich kann hier höchstwahrscheinlich nicht irgendwie anders. Oder kann ich hier... Nee, betreten, durch Schlüsselloch gucken. Ja, wenn ich hier längs gehe, dann sieht er mich doch, oder? Okay, er sieht mich nicht. Ups. Sicherung ist kaputt gegangen. Very cramped in here. I had to be careful I didn't run straight into the arms of the guards. Ja. Ganz schön eng hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den Wachen in die Arme laufe. Die könnten hinter jeder Ecke stehen. Ja. Der da ist zum Glück weg. Da ist Gift. Hallo? Da ist noch eine Wache. Der geht jetzt zurück wieder. Hinten liegt was auf dem Tisch. Weiß nicht, kann ich den hier jetzt? Ja, den müsste ich jetzt umlegen können. Zack. Jo, da muss ich schon mal auf einen weniger aufpassen. Jetzt gibt es nur noch den, der hier oben rumschleicht. Riebe und Grohlmann. Schutt, Schrott, wie auch immer. So, da hinten ist einer. Der hier oben kommt gleich zurück. Ein Glück, dass die hier nicht so intelligent sind, dass sie ihre Route ändern. Was sage ich da gerade von Route ändern? Kommt denn der auf einmal her? Ach, der geht da rum. Ah, der geht gar nicht zurück. Ich dachte, der geht wieder zurück irgendwann. Kann ich mal eben kurz hier hinschleichen? Mir diesen Sammelgegenstand... Nein, ein Medikit schon wieder. Was soll ich denn mit diesen Quatsch-Medikits? Also echt jetzt, ich kann doch gar nichts anfangen mit Medikits. Was soll ich denn damit? Da ist die nächste Sicherung, sehe ich gerade. Weh. Nein! Weh. Ich konnte nicht mal die Waffe ziehen. Ich bin aber auch ziemlich lahmarschig. So. Halt die Schnauze. So, ich guck mir eben unter meiner Waffe. Oh nein, Mist, die Waffe ist an eine Stelle gerutscht, an der ich jetzt nicht so schnell rankomme. Das ist ja blöd. Was? Ich bin wieder hier. Was ist das denn bitte für ein abgefuckter Save Point? Echt jetzt? Wer macht denn so einen Scheiß? Ah, manchmal möchte ich die Spieleentwickler schlagen. Nein. Na, komm schon. Mitnehmen. Manchmal möchte ich Spieleentwickler echt schlagen für das, was sie verbrechen. Ups. Ups. Habe ich mich da gerade selber umgebracht? Jetzt muss ich schon wieder hier anfangen. Leute, setzt doch bitte in dem nächsten Raum einfach einen Quicksave. Bitte, liebe Entwickler. Jetzt muss ich hier schon wieder diesen Scheiß machen. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, das 100-mal zu machen. Weil das ist nervig. Nervig. Die ist nervig. So, nehmen. Dem hinterher schleichen. Der bleibt jetzt hier gleich in der Ecke stehen.
Zack. Na, geh aus, Licht. So, Licht geht aus. Das heißt, jetzt müsste ich nur noch warten, bis beide irgendwie dort stehen. Oder stehen die schon da? Ich zieh einfach mal am Hebel. Hallo, du solltest auch sterben. Ja, genau, so ist gut. Ist der Hebel aus? Ja. Nicht, dass ich jetzt auch noch krepiere hier. So, heute mal die schnelle Variante. Weil ich ja leider an dieser schweren Stelle hier hinter der Tür nicht auch automatisch quasi gespeichert werde, sondern ich muss diese Stelle hier komplett im Alleingang machen. So, einmal hier rumgehen, einmal die Sicherung kaputt machen. Der sagt jetzt, wird, ist da wer? Ja, dann gehe ich immer hier einen Rundgang machen. Na, komm schon. Ach, Idiot. Schleiche ich halt weiter. Ja, ganz schön eng hier. Muss aufpassen, dass ich nicht direkt irgendeinem dämlichen Wachmann über den Weg laufe. Nö, der sieht mich nicht. Nein, ich stehe ja nur direkt neben ihm. Ja, genau. Ist klar. Kein Problem. Nee. Du siehst mich nicht. Du gehst jetzt direkt an mir vorbei. Lalalalala. Oh, der hat mich doch gesehen. Ah, na toll. Also jetzt bin ich langsam ein bisschen hier auf 180. Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, jetzt komm schon, mach hin. Mach hin, Junge. Alter, wer schnarcht denn da? Kann ich den eigentlich auch so umbringen? Na? Ja. Ging. So, kurz mal mitnehmen. Kurz hier rumschleichen. Tür auf. Hebel ziehen. Klick. Psst. Ja, der Feind ist eingedrungen. Solange nicht bei mir eindringt, ist mir das völlig Latte. Und nochmal den Hebel ziehen, damit du auch noch erwischt wirst. Ja. Ich sag euch, bei mir kommt kein Feind rein. Ja. Ich sollte vielleicht nicht pfeifen, wenn hinter der Tür da gleich ein Typ geht. So. Tür auf. Der stellt sich da jetzt hin. Und ich schleiche jetzt hier rum und betätige einmal den Lichtschalter. Klick. Was war das? Dein Tod war das. So, okay. So, Junge, gehst du jetzt gleich wieder zurück zu deinem Posten oder gehst du jetzt woanders hin? Du gehst jetzt woanders hin, oder? Ja, jetzt muss ich tatsächlich warten, bis der wieder an seinem Posten hier ist. Das kann ja wohl nicht angehen. Weil jetzt kommt nämlich der andere und der dreht seine Runde. Ganz normal. Den kann ich aber auch nicht umbringen, der da seine Runde dreht, weil der würde mich ja hören. Jetzt warte ich, bis der hier zurückkommt. Verstecke mich derweil hier bei dem Sicherungskasten. Lalalala. So, hier sieht er mich jetzt diesmal nicht. Eben konnte er mich ja trotzdem... Also, einerseits, der eine ist einen Meter an mir vorbeigegangen. Da ist keiner. Nein, da ist keiner. Und der geht an mir vorbei, so einen halben Meter. Hey, da ist jemand. Oh, ich hab sie gerochen. Sie hat auffälliges Parfüm benutzt. Ist klar. Ansonsten kann ich mir keinen Grund vorstellen, warum der mich gesehen hat. Ja, dass ich die Wachen nicht direkt in die Arme liefe. Sie konnten hinter jeder Ecke stehen. Ja, genau so wie der da. Okay, warten wir mal. So, weil der da bleibt da jetzt stehen. Und bewegt sich auch nicht mehr, zum Glück. Da unten leuchtet was. Oh nein. Sag bloß, die laufen jetzt hier mit Taschenlampen rum. So, okay, du hast die Taschenlampe wieder ausgemacht. Der sieht mich nicht. Gut. Hat der gerade seine Route geändert? Kommt mir irgendwie so vor. So, gucken wir mal, ob wir hier oben weiterkommen.
Nein, der hat seine Route zum Glück nicht geändert.